Hallo an alle und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind hier auf dem Plateau immer noch und haben jetzt eine Aufgabe. Wir müssen rein theoretisch das Böse vernichten und wir sind ein bisschen auf uns alleine gestellt. Das ist so ein bisschen die Aufgabe dieses Spiels. Kann ich jetzt hier was machen? Nö, kann ich nicht. Gucke ich mal ganz kurz in die Karte. Ich würde sagen, wir begeben uns mal zu den östlichen Tempelruinen. Das klingt doch nach einem Deal. Wir sind ja so ein bisschen auf uns alleine gestellt. Und dürfen im Endeffekt machen, was wir ja wollen. Haben halt diese Aufgabe, die wir erfüllen müssen. Wie komme ich hier runter, ohne zu sterben? Hä? Hier? Ah! Hilft nicht. Hier komme ich nicht runter, ohne zu sterben. Da vielleicht? Und dann da. Okay, hier muss man anscheinend runtergehen, ohne zu sterben. Ist auf jeden Fall schon ein krasses Abenteuer, was man hier erlebt. Ach, moin! Da ist ja der alte Mann wieder. Junge, Junge, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gesehen, wie überall diese Türme aus dem Boden geschossen sind. Das muss heißen, die Kraft, die unter Hyrule schlief, wurde erweckt. Du warst gerade auf dem Turm, oder? Was gab's denn dort oben? Da war eine Stimme. Wirklich? Eine Stimme aus Richtung des Schlosses? Hast du nicht eine Vermutung, wessen Stimme das gewesen sein könnte? Mit einem Wildfremden wie mir möchtest du nicht darüber sprechen, was? Nun gut. Aber diese unheilvolle Wabern und rund um das Schloss ist hier sicher nicht entgangen, oder? Wir nennen es die Verheerung Ganon. Es ist nun 100 Jahre her. Da hat dieses Unheil das Reich Hyrule zerstört, das sich einst hier befand. Es tauchte wie aus dem Nichts auf, zerstörte die Städte und kostete einem Großteil des Volkes das Leben. Und seit 100 Jahren verweilt es nun dort. Es hängt wie ein Geschwür an Schloss Hyrule, einst stolzes Wahrzeichen des Königreichs. Und du? Du verspürst den Drang, zum Schloss zu gehen, habe ich recht? Allerdings. Das dachte ich mir. Leider wird da so schnell nichts draus. Das Plateau, auf dem wir uns befinden, ist von jenen Abgründen umgeben. Jeder, der dort hinunterfällt, ist verloren. Wenn man allerdings wie ich ein Parasegel besitzt, sieht die Sache schon anders aus. Was ist das? Hast du es eben nicht gesehen, als ich hier gelandet bin? Ich könnte es dir geben, aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass du einen gewissen Schatz für mich besorgst. Ah, welcher wäre das denn? Eine vergessene Welt. Folge mir. Nach dem Abstieg von dem Turm hat der alte Mann dir erzählt, dass das Königreich Hyrule, das einst das ganze Land einnahm, vor 100 Jahren durch die Verheerung Ganon zerstört wurde. Um das Plateau zu verlassen und zu Schloss Hyrule zu gelangen, brauchst du das Parasegel des alten Mannes. Er will es dir im Austausch gegen irgendeinen Schatz geben. Ich glaube, Erinnerung? Interessant. Ah! Ich glaube, ich habe mich jetzt schon ein bisschen gespoilert. Ich folge dir mal. Wohin denn? Hier? Siehst du das da vorn? Diesen Schrein, der so ein sonderbares Licht abgibt. Zur gleichen Zeit, als der Turm sich aus dem Boden erhob, begann dieser Schrein zu leuchten.
Was wird da bloß drin sein? An solchen Orten findet man für gewöhnlich kostbare Schätze. Du willst mein Parasegel haben, oder nicht? Dann bin ich mal gespannt, was für einen Schatz du mir bringst. Ich auch. Ich habe ein Reiseschwert dabei, das ist sehr schön. Da würde ich da gerne einmal hingehen. Einmal zum Ort des Schatzes. Komme ich hier rüber oder muss ich außen rum? Ich kann, glaube ich, schwimmen, ne? Ich probiere es mal aus. Ah, es kostet mir halt ein bisschen. Ich kann auch ein bisschen schneller schwimmen. So, einmal hier hoch. Kurz aufladen und dann kann es weitergehen. Da bin ich ja mal gespannt, was hier drin ist. Makuno Schrein. Mauno Schrein? Mauno Schrein wahrscheinlich. Chica-Stein erkannt. Warum sage ich nicht immer Chica-Stein? Ich sage auch immer Nintendo Switch. Das ist immer total dämlich. Dieser Ort wird als Teleportziel auf der Karte eingezeichnet. Der Eingang wird nun geöffnet. Und HD Rumble. Dann wollen wir mal. Ist das jetzt das erste Dungeon? Oder etwa noch nicht? Vielleicht ist es das erste Dungeon, vielleicht aber auch tatsächlich noch nicht. Das werden wir jetzt herausfinden. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Mauno. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Magnetismus. Willkommen in Zelda. Dann wollen wir mal. Hier kann ich mein Sheikah Slate reintun. Für mich ist es das Sheikah Slate und ich werde auch immer, wenn er Sheikah Stein sagt, werde ich Sheikah Slate vorlesen. Sheikah Slate erkannt. Datenübertragung beginnt. Wow! Ich habe, by the way, immer noch keine Kleidung. Magnetmodul lässt dich metallende Objekte bewegen. Erfasste Magnetstrahl in ein Objekt aus Metall, kannst du es hochheben und frei umher bewegen. Ein neues Modul wurde aktiviert. Aha. Also jetzt im Endeffekt ist es doch ein Dungeon-Item, oder? Modul verwenden geht damit okay. Oha! Wie geil ist das denn bitte? Ich weiß nur nicht gerade nicht, wo das hin muss. Ich würde mal sagen, tu's mal dahin. Kann ich jetzt das? Ach so. Warte mal. Kann ich damit irgendwas machen dahinter? Oder kann ich mir jetzt... Ach so, man kann... Ah, da kann man da runter. Okay. Da kann ich hier runter. So war das. Nice. Was ist hier? Kann man das auch bewegen?
Ja. Wahrscheinlich kann man das hier reinsetzen. Echt? Man kann das damit. Kann die damit weg mal wegen. Also die Steuerung funktioniert nicht so geil. Warte doch, warte, ich habe eine Idee. Da unten steht ja noch was. Moment. Ich glaube, ich habe gerade verkackt. Oder kann ich da auch noch was bewegen? Ah. Ja, man muss sich ein bisschen reinfinden. Wow. Kann ich da runter gehen? Ja, das ist nur Wasser. Antike Schraube. Diese Art Schraube wurde offenbar in antiken Maschinen verwendet. Sie sind aus einem unbekannten Material und scheinen nahezu unverwüstlich zu sein. Antike Feder. Solche Federn wurden in den Maschinen der untergegangenen Zivilisation verbaut. Egal wie weit man sie dehnt, sie geht nicht kaputt. Siehst du, leicht, dass hier Wasser schwimmt. Komme ich jetzt auch wieder raus aus dem Wasser? Ja, komme ich tatsächlich. Aber ich dachte so, ey, gratis Sachen, da bin ich dabei. Da bin ich dabei. So. Ich habe, wie gesagt, immer noch keine... ja. Wie gesagt, habe ich, was wollte ich gerade sagen? Immer noch keine Kleidung. Sehr schön. Das funktioniert einwandfrei. Oder nicht, ich muss wahrscheinlich irgendwas machen. Hä? Also hier komme ich noch nicht durch. Hab ich eine Dungeon-Karte? Nee. Ist hier unten noch irgendwo was? Hier könnte was sein. Nee. Hä, was? Nee, hier ist erstmal nichts. Erstmal nichts. Ich weiß gerade nicht, was hier noch sein soll. Man könnte halt versuchen, da hochzukommen. Ich weiß aber nicht, was mir das bringen sollte. Und ich glaube, das geht auch nicht. Doch. Würde rein theoretisch gehen. Okay, man kommt hier hoch. Das bringt mir, glaube ich, aber nicht viel. Nope. Da oben links in der Ecke scheint noch irgendwas zu sein. Jawohl, dann muss ich erstmal das Teil wieder zurückholen. Mit meiner Magie. Ach, das ist auch so ein Teil. Oder ich muss das von unten machen. Das wäre die andere Option. Ja, kriegt man auch so hin. Was? Wo ist das denn jetzt hin? Da liegt's, okay. Dann wieder oben rauf. Sehr schön. Dann hoch.
rüber. Das wieder rüberholen. Sehr schönes Dungeon-Item, muss ich by the way mal sagen. Also da haben sie echt. Ne, das geht nicht so. Vielleicht so. Ah, komm hoch. Hey! Oh Gott. Das ist ja richtig Präzisionsarbeit. Hat keiner gesehen. Kann man nicht rein theoretisch die Teile dann direkt rausrudern lassen. Ah. Das kann man aufmachen. Jetzt muss ich da nur wieder rüber. Das ist jetzt ja aber, glaube ich, kein Problem mehr. Und so, da komme ich easy rüber. Nicht mehr hoch. Dann komme ich aber hier hoffentlich hoch. Jupp. Heißt hier wieder rüber. Jetzt schaffe ich es aber. Komm, ich schaff's. So, das muss jetzt reichen. Jetzt darf ich da auch nicht so blöd rüberlaufen. Perfekt. So, hier muss ich gerade gar nichts machen. Ist hier noch irgendwas Cooles? Nö. Was ist hier Schönes? Wow. Schrott. Du hast die Herausforderung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Krieg ich jetzt Klamotten? Ich bin Mauno. Vor ungeahnter Zeit offenbarte sich die Göttin Hylia vor mir. Sie gab mir die Aufgabe, diesen Schrein der Prüfung zu erschaffen. Ich wurde der Priester, welcher die Pilger auf ihren Fähigkeiten hinprüft, die Verheerung zu besiegen. Nach Äonen erschien nun endlich der wahre Held vor mir. Erlaube mir, dir im Namen der Göttin Hylia dieses Zeichen der Bewährung zu verleihen. Wow! Kriege ich jetzt Klamotten? Zeichen der Bewährung. Ein Zeichen, das einem Held für das Bestehen einer Herausforderung verliehen wird. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Kriege ich jetzt bitte Klamotten? Scheint nicht so. Ja, hier gibt's Tipps, die ich mir aber nicht unbedingt durchlesen will. Also muss nicht sein. Ach, da bist du, mein Freund. Hallo. Du scheinst das Zeichen der Bewährung erhalten zu haben. Nicht schlecht für den Anfang. Woher weißt du das? Ganz einfach. Ich kann hell sehen. Mit dem Alter sieht man die Dinge vor sich nur noch verschwommen, doch die Verborgenen erscheinen umso schärfer. Obwohl das sicher nicht bei jedem der haargelaufenen Kreis der Fall ist. Hohoho, es sieht schwer danach aus, als seien die Türme und dieser Schrein deinetwegen aufgetaucht. Genauer gesagt, wegen diesem
Chica Slate, den du dort am Gürtel trägst. Und der Parasegel? Sei doch mal still und hör zu. Vor langer, langer Zeit lebte an diesem Orte eine hochentwickelte Kultur, die Chica. Durch ihr Wissen konnte dieses Land ein ums andere Mal vor dem Untergang bewahrt werden. Diese Kultur verschwand schon vor Jahrtausenden von der Bildfläche, doch Überreste ihrer Zivilisation wie diesen Schrein scheinen bis heute überdauert zu haben. Hör mir gut zu. Von diesem Schrein gibt es noch weitere. Allein auf diesem Plateau habe ich noch mindestens 3 weitere gesehen. Wenn du in jedem davon ein Zeichen der Bewährung errungen hast, werde ich dir das Parasegel überlassen. Aber du sagtest... Na, mach mal obere. Ob nun ein Schatz oder 4. Macht das denn wirklich so einen großen Unterschied? Als Ausgleich gebe ich dir auch einen Hinweis, wie du die Schreine leichter finden kannst. Und das gilt nicht nur für Schreine. Also merke es dir gut, der Trick ist, sich von einem hohen Punkt aus umzusehen. Apropos, wie wäre es, wenn du noch einmal auf diesen Turm steigen würdest? Na gut, ich bin bereit. Nicht so hastig. Du sollst noch etwas wissen. Sieh dir mal auf deinem Chica-Slate die Karte an. Hast du die blauen Siegel gesehen, die sich vor dem Schrein und auf dem Turm befinden? Mit der Kraft des Chica-Slates kannst du dich an diese Orte teleportieren lassen. Zumindest habe ich das gehört. Vielleicht ist das auch alles nur ein Armenmärchen. Wir haben eine neue Aufgabe. Als du den Schrein verlässt, erzählt der alte Mann dir, dass es 3 weitere Schreine gibt. Wenn du in jedem ein Zeichen der Bewährung erlangst, gibt er dir dafür sein Parasegel. Um die Schreine zu finden, solltest du dich von einem hohen Punkt aus umsehen. Du könntest dich mit Hilfe des Chica Slates zurück auf den Turm teleportieren. Könnte ich machen? Frage ist, ob ich das wirklich mache. Oder ob die Folge jetzt vorbei ist. Ich würde eher sagen, die Folge ist jetzt vorbei. Ist ein schöner Abschluss. Ich wollte ja eigentlich dann langsam mal Klamotten haben, weil irgendwie laufe ich immer noch halbnackt rum. Was mich jetzt nicht unbedingt sicherer macht. Aber das soll uns jetzt gerade gar nicht kümmern, denn ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns morgen wieder. Dankeschön fürs Zusehen. Macht's gut. Haut rein. Und tschüss.